Oft werde ich ja gefragt, sag mal, Non-Eric, kannst du mir ein Einsteigerprogramm empfehlen? Vielleicht kann ich das. Und zwar werden wir uns gleich mal zusammen Sequel 3 anschauen. Stay streaming! Herzlich willkommen zu Musetalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Sequel 3 ist ein Programm für Leute ohne Vorkenntnisse und verfügt über eine selbsterklärende Benutzerführung. Das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern das ist offiziell. So steht es auf der Webseite von Steinberg. Und da habe ich mir gedacht, mache ich doch mal einen Reality-Check und probiere mal, ob ich als erfahrener User innerhalb von einer Stunde irgendwas an den Start kriege, was sich wie Musik anhört. Und das ist hier das Ergebnis. Sequel 3 ist ein Programm mit einer Einfenstertechnik und es verfügt über drei Hauptbereiche. Da haben wir einmal hier unten den Edit-Bereich, hier zum Beispiel Doppelklick mache, scheint hier unten sowas wie ein Key-Editor. Und wenn ich jetzt hier den Content-Bereich aufmache, dann sehe ich hier die Media B und kann dort auf die meisten Sounds zugreifen. So, das war mein Werk nach etwa einer Stunde. Ich muss sagen, das ging eigentlich ganz easy und ohne größere Komplikationen vonstatten. Wenn man Sequel 3 installiert, dann merkt man gleich, da wird eine ganze Menge Content mit installiert. Das sind fast 9 GB. Das ist eine ganze Menge, denn im Vergleich zum Beispiel hat GarageBand von Apple nur etwa 128 MB Content. Und dass Sequel 3 in Wirklichkeit ein verkleidetes Cubase 6 ist, das packt man auch gleich bei der Installation, denn dann sieht man, dass zum Beispiel das High-End Reverb Reverence mit installiert wird. Die drei Hauptbereiche von Sequel 3 habe ich euch jetzt schon gezeigt. Wichtig ist natürlich, beziehungsweise am allerwichtigsten ist eigentlich bei so einem Einsteigerprogramm der Content-Bereich. Und hier öffnet Sequel 3 die schon von Cubase bekannte Media B mit all ihren Vor- und Nachteilen. Wir sehen hier, kann ich zum Beispiel Filteranzeigen aufrufen und habe dann hier eine ganze Menge von Kategorien, Subkategorien, Styles und kann dann hier entsprechend auswählen. Man muss da manchmal ein bisschen aufpassen, dass durch irgendwas, was man hier oben abgeklickt hat oder nicht angewählt hat, auf einmal alles leer erscheint. Zum Beispiel habe ich hier im Moment nur Patternbänke angewählt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Audio-Dateien gehe, dann sehe ich schon eine viel, viel größere Auswahl an Sounds. Das größte Manko, was ich hier an der Media B für mich so sehe, ist, dass im Prinzip das Ganze textlastig ist. Ich sehe hier keine schönen Bilder, keine Icons und muss mich immer mehr oder weniger an den Namen orientieren. Aber Bass 1, 2, 3, 4, das ist wenig aussagekräftig und meiner Meinung nach regt das auch nicht unbedingt zum Stöbern an. Ich hätte mir da viel eher sowas gewünscht wie bei GarageBand, große Bildchen, wo klar zu erkennen sind, was das für Instrumente sind und so weiter. Und kurioserweise gibt es das ja auch in Sequel 3, nur eben nicht bei der Auswahl in der Media B. Wenn ich jetzt hier mal die Media B ausschalte, so, und hier zum Beispiel das Vox, die Vox-Spur aufrufe, so, dann habe ich nämlich hier unten noch die Möglichkeit, dieses Icon aufzurufen und damit komme ich zu schönen, plakativen Bildern. Dann nehme ich mir doch mal hier das Vögelchen dafür. Und so in der Art hätte ich es mir eher gewünscht, nach Sounds suchen zu können. Hat man dann aber mal einen Sound gefunden, dann kann man eigentlich reinziehen, was man will. Das Programm wird immer die richtige Tonart wählen und auch den Loop oder die Sounds oder die MIDI-Daten natürlich an das entsprechende Songtempo anpassen. Das ist für Veteranen wie mich immer mal wieder total faszinierend, aber für einen Neueinsteiger, einen Jungen heutzutage ist das wahrscheinlich komplett normal, dass man das machen kann. So, ich gehe jetzt mal zum Beispiel hier rein in die Content Bank, nehme mir mal hier einen Bass raus, ziehe den einfach da drauf. Der ist zufälligerweise auch in C, das ist also langweilig. Dann nehmen wir mal einen auf A. So, ich ziehe jetzt hier rüber. So, und jetzt können wir es hören. Und obwohl da ein zweiter Bass ja läuft,
kommt sich das harmonisch nicht ins Gehege, denn das Programm passt ja die Tonart an den Song an. Okay, jetzt können wir nämlich einfach mal hingehen und machen mal hier 80 BPM und wählen mal hier einen ganz anderen Key aus. So. Mal horchen. So, das ist jetzt deutlich langsamer in einer anderen Tonart. Harmonisch passt das immer noch. Wer aber aufgepasst hat, der hat gehört, dass ich jetzt statt einer Bassdrum auf meinem Drum-Track, den ich eingespielt habe, jetzt auch einmal Claps habe. Da hat das Programm nicht richtig aufgepasst und nicht gemerkt, dass es sich dabei um eine Drumspur handelt. Aber keine Sorge, wenn man nachher mit der dafür extra gedachten Rhythmusprogrammierebene arbeitet, dann kann sowas natürlich nicht passieren. Was mir allerdings bei dem Programm in der Stunde, wo ich versucht habe, ohne Manual was an den Start zu bringen, behindert hat, ist, dass ich die Symbole manchmal einfach nicht verstehe. Das ging mir schon bei Cubase so und hier ist schon wieder das gleiche Problem, denn eine Sache habe ich wirklich gleich von Anfang an verzweifelt gesucht, das war nämlich die Audio-Einstellung fürs Audio-Interface. Da habe ich ganz klar hier oben in den Menüs natürlich gesucht, aber nichts gefunden, was auch sehr Mac-untypisch ist, weil anderen Programmen findet man meistens die Option fürs Audio-Interface oben im Menü. Nein, das ist hier unten versteckt in diesem Symbol. Schön ist, dass es immerhin in Mouse-Over geht, da steht dann Programmeinstellung. Okay. Und da findet man dann auch die Einstellung fürs Audio-Interface. Dann habe ich in Sequel auch mein Instrument gesucht. Das war auch gar nicht so einfach. Habe es dann aber auch gefunden. Und zwar hier Doppelklick auf den Editor. Dann habe ich hier unten das Instrument. Kann ich hier auswählen. Und dann haben wir hier den Helion Sonic SE. Und hat eine ganze Weile gedauert, bis ich hier mal drauf geklickt habe und schwupp. Da öffnet sich dann tatsächlich das GUI für das VST-Instrument. Das ist so eine Sache, der eine oder andere wird sagen, und Eric, das ist ja nun wirklich nichts, über das man sich beschweren kann. Das hat man doch ganz schnell im Griff. Für mich ist das immer wieder eine kleine Hürde. Denn zum Beispiel hier an dieser Stelle, da hätte ich mir einfach die 4 Buchstaben EDIT gewünscht für Edit. Und dann wäre ich vielleicht darauf gekommen, dass man damit mit diesem Button das Instrument öffnen kann und dann die Sounds noch detaillierter editieren kann. Und leider ist mir das Programm bei meinem kleinen Test auch mal abgeraucht, denn das kann ja mal vorkommen. Hatte dann aber Schwierigkeiten, den Song wiederzufinden. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass wenn es ums Speichern geht, das Programm auch ein bisschen eigenwillig ist. Es verwendet eben hier nicht, wie wir das kennen, und da speichern unter die ganz normale Macintosh File Selector Box, sondern hat da was Eigenes programmiert. Und das führt dann auch dazu, dass es gar nicht so einfach ist, hier mal so ein Speicherort zu verändern. Wenn wir hier Projekte verwalten machen, kann man hier sehen, was man alles für Projekte angelegt hat. Und man sieht auch, wo der Speicherort ist. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht rausgefunden, wo man denn den Speicherort auch ändern kann. Was ich allerdings doch für eine sehr wichtige und hilfreiche Funktion finde, selbst für Einsteiger. Und im Programm gibt es noch die ein oder anderen kleinen Stellen, die ich vielleicht ein bisschen anders gehandhabt hätte. Das sind meistens nur Kleinigkeiten, zum Beispiel der Song Snap hier oben, der ist bei den Songs, die ich geladen habe, die von Schleimberg kamen, gar nicht selektiert, gar nicht angewiesen. Und da habe ich dann auf einmal so hakelnde, ruckelnde Loops gehabt, nur weil der Loop-Punkt nicht genau auf den Takt gesetzt war. Das sollte Schleimberg ändern, denn als unbedarfter Neuling ohne Vorkenntnisse frage ich mich sicherlich, warum ruckelt das jetzt so komisch?